Muss wohl da irgendwie über die Berge. Zum Glück ist unser Pferd zur Hälfte eine Bergziege. Hatte irgendwie. Die Mutter muss irgendwie eine Ziege gewesen sein. Das Pferd kann ja auf jedem Untergrund hochlaufen. Und steilen Berg hin und lang. Ich habe wieder einen Pfad, dem soll man folgen. Nun, hallo. Kämpft Wacker oder... Ist jetzt unterwegs. Bei den Neuen. Sowas. Sieh mal an! Wie ist es euch ergangen? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Ja, das hier. Das sage ich mir ja auch. Aber lassen wir das. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen, nicht wahr? Wir haben eine Höhle unter dem See entdeckt. Wenn wir Glück haben, führt sie in das Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Sobald die Gefangenen gerettet sind, schleichen. Geht hinaus auf den Hof. Naja, das wird jetzt wir ein bisschen stehen hier draußen werden, aber... Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Hört sich spaßig an. Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Talos schütze euch. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Mhm, okay. Schleichen uns also in die Festung. Das ist die Festung. Können wir hier irgendwo schlafen und erwarten? Und wo wollt ihr gerade hin? Das sieht doch nach nachts aus. Okay. Mission erfolgreich gescheitert. Wie gesagt, schleichen. Und über die Festung befreien die Gefangenen. Da habe ich, wie ich ja gesagt habe, das mit dem Schleichen wird schwierig werden. Und der Rest. Und über die Festung tötet alles, was lebt.
Mal hinkriegen. Aber hier irgendwie hoch. Hinten rein sollte oder was? Hallöchen. Abgehört hier! Hier dann mal rein. Nein. Genug, genug. Ich erinnere. Das war gar nichts. Gnade. Keine Gnade für die Eroberer. Wo sind die Gefangenen? Habt ihr euch gefangen? Dann können wir schlafen. Sagt mir, wo ihr die gefangen habt, und ich lasse euch kurz und schmerzlos sterben. Und ich lasse es nicht Lydia übernehmen. Und hops. Interessant. Oh. Ja. Das, was Lydia sagt. Oh, oh. Wir draußen. Eine große Festung und zwei Gefangene. Wo sind denn die Gefangenen? Von denen gibt es keine mehr. Brauchen wir welche, um die Fahne zu befreien, dann bringt die das mir durch. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr.
Warum nicht hier unten schon? Dann gibt es nicht besonders viel. Du trägst zu viel, aha. Komm, ein bisschen was essen. So, wo ist deren Gefängnis? Der Kampfgeschrei wollten sie dazukommen, aha. Ihr könnt kommen, die Festung ist hier, das ist... Hier ist keiner mehr lebendig. Hier ist der Kerker. Hier sind noch Leute lebendig. Oh je. Wie war das? War das mit Schrei? Ja, genau. So war der Schrei. Holt mich hier raus! Sag ich doch. Brauchen wir die Triche für. Danke. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. Wir haben noch zwei. Wir haben noch einen. Verdammt. Wer ist mit dem Schlüssel? Hey! Jawohl! Zu guter Letzt. Nichts wie weg hier! Hoffentlich muss ich nicht wieder Wachdienst schieben. So schlimm kann es nicht sein, wenn ihr so Zeit habt, hier rumzujammern. Vorsichtig! Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Okay. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Das ist Ulfric Sturm, hatte den er befreit haben. Haltet die Augen offen. So, wieder zurück, melde ich bei Ulfric Sturmmantel. Da haben wir den doch nicht befreit. Wenn das mal nicht Eisadern ist. Hallo? Und wir hatten doch hier irgendwo unser Pferd geparkt. Nehmen wir natürlich mit. Ein fliegendes Schwert. Irgendwie hinterm Felsen haben die sich doch verkrochen.
War das hier in der Richtung? Schade, dass wir keine Fernsehmarkierung auf der Map haben. Ah, hier ist das Pferd. Das lassen wir natürlich nicht zurück. Das machen wir mal mit einer Schnellreise. Auf geht's. Das ist doch deutlich weniger frustrierend, sowas wie dieser Höhengeschichte bei den Alten. Ich hoffe, unser Pferd wurde gut eingelagert. Habe gehört, dass sie die. So, hier Sturmmantel. Ich möchte Bericht erstatten. Wir haben einen weiteren Erfolg im Krieg. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Die Dunmeer nehmen ihre Gebräue gerne im Neugnises-Club zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Taverne nennen, habe ich nie verstanden. Tuld, ich bin stolz, dass wir Falkenring vom Kaiserreich befreien konnten. Auf vielerlei Art ist es das Herz und die Seele von Himmelsrand. Ganz zu schweigen von seiner strategisch günstigen Lage. Manche Brüder nennen euch inzwischen Knochenbrecher, wegen eurer Wildheit und Entschlossenheit. Ein passender Name. Also werden wir euch jetzt alle so nennen. Der Krieg verlangt uns so vieles ab. Und wir geben ihm und dem Volk alles, was wir haben. Aber etwas habe ich doch behalten, um es euch als Anerkennung zu geben. Bitte nehmt dies im Namen aller Brüder und Schwestern. Und ich brauche fähige und loyale Krieger in meiner Nähe. Darum möchte ich euch eine Heimat in Windhelm bieten. Mhm. Sprecht mit meinem Vogt, der alles in die Wege leiten wird. Elfenschwert. Begebt euch in unser Lager in Reach. Sie brauchen dort jeden fähigen Kämpfer, den sie bekommen können. Talos möge euch leiten. Ja. Das Elfenschwert. Das Fangschwert der Verbrennung, wollen wir das hier? Das Elfenschwert, ja, können wir ausstellen. Den Schaden. Ja, gegen uns Axt ist das gar nichts. Es ist ja eher ein Symbol. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Wir spielen nach wie vor einen weiblichen Charakter. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt wie mit den Verdammten. Wir müssen aber irgendwie eine Waffe fallen lassen. Lass mal den Notbogen fallen, oder? Ladenbesitzer. Ich gebe euch Deckung. Ihr gebt. Kann ich dir was geben? Oh, ich folge. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Was ist los? Drachen? Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Können wir zumindest mal die Waffen abgeben? Den Notbogen kann sie nicht tragen. Kaiser, warum haben wir einen kaiserlichen Bogen? Geht ihr voran.
Können wir hier wirklich was? Okay, ich habe eine Fackel. Lydia, du stehst ein wenig im Weg. Ihr solltet keine Waffen herumliegen lassen. Es könnte jemand verletzt werden. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Und sorgt dafür, dass dies nicht noch einmal passiert. Okay. Fackel in der Hand. Noch ein Brecher? Kämpft wacker oder sterbt. Am besten eine Frucht hier. Die Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Ein Haus in der Stadt. Prächtig, derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Okay, wie viel haben wir denn? 800. Was kostet's? Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem 12.000, an, was ich okay zu sagen habe. Da müssen wir noch ein bisschen verkaufen. Gehen wir mal erstmal shoppen. Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Befreiung Reach ist jetzt das nächste. Familienangehörige ermordet, der Kriegshammer der Familie gestohlen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll bitte euch was? Etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Wird uns noch nie gesagt, was wir hier gerade bekommen haben. Irgendwas haben wir wohl jetzt im Winter. Eine Lieferung. Gibt's hier einen Händler oder so? Eher nicht. Okay, da müssen wir eh hin. Muss ich mal sagen, mach mal einen Weißlauf mal einen Stopp. Jetzt mal unser Pferd gebraucht. Ich glaube, da stand nur bisher da vorne. Stellen natürlich. Dann mal ab nach Weißlauf. Dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Beziehungsweise verkaufen. Die Schlacht von Weißlauf, das war ja auch ein Ding.
Nee, das war nicht. Was benötigt ihr, mein Freund? Ein Drache hat kühnes Einhorn begriffen. Aber warum? Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht? Das müssen wir am nächsten Tag machen. Unser Haustier. Erstmal 12 Stunden schlafen. Ich weiß nicht, ob da Lydia schläft oder was hier los ist. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. So gemischt. Kaiserliche Sturmmäntel, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Nicht verkaufen. Das Elfenschwert behalte ich erstmal noch. Was haben wir denn hier? Das kann er sich nicht leisten. Dann werden wir mal toll. Na, fantastisch. 1600. Bitte kommt wieder. Alles steht. Wir müssen wohl noch ein bisschen sparen. Wie fühlt ihr euch? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Schneebären. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Ja, sicher. Zu den Stellen. Und mein Pferd geht's nirgendwo hin. Da drüben müssen wir hin. Hm, das ist der nächste Punkt. Wo wir schnell reisen können. Ein Gegner hier. Das ist nur mein Pferd in Ruhe.
Na, wo ist denn der? Darauf. Ich werde euch vernichten! Das sieht gerade ein bisschen anders aus. Noch jemand hier? Fährt das alleine schon weiter? Die Elfenrüstung steht ihm aber gut. Gefühlt, wir müssen da durch. Okay, immer Bahn gehen. Schön gab's nicht. Oha. Herbstlich, braun, orange hier. Landschaft. Ein Sonnenuntergang. Hat was Tolles. Lydia steht sich währenddessen mit dem Säbelzahntiger rum. Doch ein Sturmmantel. Ah, hier. Das ist nahe der Sturmmantel. Angekommen. Steck die Waffe ein. Okay. Mir geht's nicht mehr so gut. Gäbe es sonst noch jemand, dem... Begebt euch nach Markarth. Es geht das Gerücht, dass der Vogt des Jarl, Rerek, ein gläubiger Anhänger von Talos sei, wenn auch kein wahrer Sohn von Himmelsrand. Schließlich unterstützt er das Kaiserreich. Wenn er ihn mit einem Beweis für seine Gläubigkeit konfrontiert, könnt ihr ihn vielleicht überreden, unsere Sache zu unterstützen. Indirekt, versteht sich. Wir wollen ja schließlich seinen Ruf nicht besudeln, oder? Ihr müsst Vorsicht walten lassen. Nee. Die Männer des Jarl wären sicher äußerst ungehalten, wenn sie euch dabei erwischen, wie ihr die Gemächer des Vogts durchwühlt. Das wird nichts. Auf euch kann ich mich immer verlassen, nicht wahr? So ein Schlachtenmassaker ab. Finde Beweise. Okay, wo müssen wir hin?
hier drüben hin. Okay, ein bisschen schnell reisen können wir. Können wir irgendwo schlafen? Bei den Neuen, ich hasse das Warten, dieses verdammte Warten. Sehr schön.